So, grüß dich zurück bei The Outer Worlds. Wir werden uns dieser Aufgabe widmen. Ja, ich hab jetzt keine Ahnung mehr, was das für eine war. Aber scheißegal. Wieder mal eine 20-Minuten-Folge. Wir haben da einiges zum Aufräumen. Wir laden mal die gute Wumme nach. Aha. Der war gerade scheißen. Auch schön. Mhm. Was war das jetzt? Wahratem-Inhalator. Na bitte. Stimulotion. Wächtersäbel MK2. Begrüße. Unsere zwei Mädels. Warte mal kurz. So. Weiter geht's, und wie du siehst, es warten noch so viel. Hey, elevators to your right. Get ready. Der Aufzug ist zu unserer Rechten. Okay, da ist der Ausgang. Schrank ist nichts, aber ich glaube, das haben wir schon zerlegt, gell? Denkerkäppchen. Da ist nichts. Wir schauen alle zwei, drei aus, wann es heute noch am Häusl gewesen. Okay. Ich glaube, in Schleichen werden wir auch noch ein bisschen was installieren, leveln. Boah, der war jetzt schön, hä? Here they come! That's gotta hurt! Dankeschön. Die zwei sind wie Hunde, ja? Antrainiert und... Everyone all right? Naja, sie machen einen Haken. Das finde ich geil. Sturmgewehr. Okay, das werden wir uns später nochmal anschauen. Wir werden in der nächsten Episode sowieso ein bisschen was zwecks Ausrüstung machen. Da werden wir zurückkehren aufs Schiff. Da müssen wir die Ausrüstung aufpäppeln und auffrischen. Mal schauen, was uns da Gutes erwartet. Überbrückungskontakt, okay. Die zwei haben wir eh schon durchgeschaut. Mac Dietrich werden wir immer brauchen. Sperminal benutzen, Stations Devil's Peak. Unwetterwarnung, schwere Unwetter in der Region. In den nächsten 72 Stunden werden starke und extreme Stürme entlang der Bergregion erwartet. Blitzeinschläge sind möglich. Oh Gott. Na. Mal schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Haha. Aber müssen wir jetzt hier da entlang? Genau. Da haben wir einen Vandalen, der hat leider das Zeitliche gesegnet. Plünderer-Hooligan, okay. Den haben die Mädchen zu Schleim verarbeitet. Mhm. Waffenteile. Purple Berry Liqueur. Okay. Überbrückungskontakt. Da ist was. Schön.
Ja, sicher. In Rollenspielen, wie wir schon wissen, sind wir ja auch ein Reinigungsdienst, gell? Ein, naja, schlecht bezahlter. Du Drecksmensch. Toll, du bist so schlau, Herr. Oh Gott. Können wir den ganzen Scheiß nochmal machen? Egal, viel passiert ist eh nicht. Wir werden dort so ein bisschen. Ah ja, das ist ein Raum. Ich weiß nicht, Joker. Bitte hört die Pappen. Nioka, du bist so schlau. Und wieder rennt sie mal rein. Au! Na. So, jetzt haben wir's. Passt. Das haben wir mir jetzt einmal gesagt. Dann. Da haben wir eh gelesen, dass schwere Stürme kommen. Pit-Modul. Stodgy Slims. Na bitte, die dreiste Utsche ist auch da. Da, Waffenteile. Passt. Dann bitte einmal nachladen. Es ist gespeichert. Wir werden die nochmal probieren, aber ich glaube, du warst eh nicht so was wird bewegen. Das schauen wir nochmal. Ah. Genau, einen Stock höher. Ich speichere da jetzt da, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Weil noch einmal frotzelt mich das Spiel nicht mehr. Here they come. Na, also die Waffe ist scheiße. Siehst du einen Hintern hast, Nioka, aber der interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Da geht's so, ha? Was ist die Pavati? That's the last of them. Ah, sie haben es beide geschafft, okay. Okay, die Nioka ist down gegangen. War aber irgendwo meine Schuld. Lecker. Bin aber eigentlich ein Trottel, ha? Wenn ich mir anfange, da auf die Dings zu schießen. Hiram. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nioka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why,
in the Nebula, are you here? Wie ich bereits erwähnt habe, ich suche nach einem gewissen Informationshändler. Es ist nicht gerade leicht, dich zu erreichen, Informationshändler. Du weißt, weshalb ich hier bin. Können wir die Unterhaltung fortsetzen, die wir über die Sprechanlage begonnen haben? Neoka braucht einen Gefallen. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Überzeugen 35. Sie ist deine Freundin und sie braucht Hilfe. Du bist der Einzige, der ihr helfen kann. Einschüchtern. Ich habe langsam genug von deiner Selbstsucht. Hilf ihr oder es wird Konsequenzen geben. Lügen 35. Sie versucht, einen lukrativen Auftrag nachzugehen. Wir könnten dir einen Anteil geben. Wow, hey, there is zero need for violence in this station. Look, I'll do what I can, alright? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra 2. If UDL hired two hunters back then, it would have been for creature clearing purposes round one of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Phineas hat mich geschickt. Er muss wissen, wo sich die Chemikalien befinden. Du bist Infohändler. Was ist das? Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange, since you killed the Marauders for me. Ask me what you will. Reden wir über den Vorstand. Ich interessiere mich für MSI und Ikokonoklasten. Was kannst du mir über Phineas sagen? Hast du irgendwelche Übertragungen von der Erde erhalten? Das war mir vorerst genug. Klatsch und Tratsch. Ich würde gern mehr über den Phineas wissen. Not much, admittedly. Arschloch. Irgendetwas musst du ja über ihn wissen. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Neoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a Raptodon of another color. Ich höre. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous. And for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Ich möchte dich was anderes fragen. Luckily for you, I am a veritable font of information. Reden wir über den Vorstand. There are so many members. Do specify. Hast du kompromittierende Informationen gegen den Vorstandsvorsitzenden in der Hand? If you try to cite me on this, I will deny, deny, deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. Was willst du damit sagen? Schlechte Nachrichten für Sanya, was willst du damit sagen? That the chairman is politically motivated to keep Monarch from being re-recognized as a legal part of the colony, and his actions as a result are highly illegal. And that is all you will get from me regarding such a deadly piece of data. Luckily for you, I am a veritable font of information. Hast du irgendwelche... Hast du was gehört? Das war mal genug Klatsch und Tratsch. How low you seemingly regard my trade. Phineas hat mich geschickt. Er muss wissen, wo sich die Chemikalien befinden. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts always. Oh, you do, do you?
I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptodons off your stoop. Are you fibbing? Be honest. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. Spare die Ausflüchte für jemanden, den das interessiert. Spare die Ausflüchte für jemanden, den das interessiert. Caring or not won't change the facts of the matter. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclast are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, MSI has now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? Zum Glück herrscht aber mit euch. Du hättest nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. A pity. Seems I have some information on a rogue agent to hunt down. Still, we need to get the Iconoclasts off the airwaves. I will leave the means of that particular end under your discretion. Na dann schmeißen wir sie raus. Und wo ist das? Und warum ist das ein Problem? Na dann schmeißen wir sie raus. Exactly what I was thinking. They hurt us all with their pettiness. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. Können wir ihnen nicht von der Station aus den Saft abdrehen? Warum Amber Heights? Amber Heights is one of the only surviving settlements outside of Stellar Bay. Graham Bryant and the Iconoclast there got their hands on a working relay station. Now they're ceaselessly transmitting philosophist ramblings on my airwaves. Können wir nicht von der Station aus den Saft abdrehen? No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and his Iconoclast to stop transmitting on their end. Ich werde sie schon zur Vernunft bringen. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Ich muss gehen. Nioka, pick me up some Stimu Lotion and a bottle of Purple Berry Wine when you're next in Stellar Bay. Na, müde? Konzerndienstauszeichnung. Okay, gefladert ist nix. Aufheben, aufheben. Gehört alles mir. Passt. Und in der nächsten Episode werden wir uns dann nochmal dieser Dings widmen. Unsere Ausrüstung. Und mit diesem wunderschönen Ausblick, grau in grau, verabschiede ich mich da jetzt einmal für euch. Hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt an der ganzen Geschichte. Und ansonsten machen wir es so. Sehen wir uns in der nächsten Ausgabe auf dem Schiff wieder. Bis zum nächsten Mal.